Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play OMSI 2 nach einer etwas längeren Zeit. Beim letzten Mal sind wir ja zwei Touren mit dem Lennart gefahren und heute gibt es auch mal etwas Besonderes, und zwar das. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Facecam-Aufnahme von OMSI 2. Wir fahren heute auf Lemmental, die Linie 450 oder 540, nein 450, da steht es so ungefähr. Ich habe das Licht mal ausgemacht, sonst seht ihr so meinen blöden Hintergrund und das braucht ihr nicht sehen, das ist eh uninteressant, aber ich denke mal, wir machen uns auf den Weg und der Bus läuft schon. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 7 Minuten, das heißt, wir spulen nochmal 6 vor. So, ich mache mich dann mal auf den Weg. So. Das Schlimme ist, das hier ist ein Schaltbus. Und jeder, der mich schon mal OMSI hat spielen sehen, der weiß, dass ich beim Schaltbusfahren regelmäßig verkacke. Route 2, wir fahren nach Lemmental Zob. Alles einsteigen. Guten Abend. Wobei, jetzt spulen wir noch 1 Minute vor. Jetzt ist nämlich Abfahrt. So, und los geht es. Sechzig sind hier erlaubt. Ja. So. Alles einsteigen. Die Tür braucht etwas lange zum Öffnen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. So. So. Dreißig gelten hier. Und hier gelten 60. Ja. Gut. 50 sollten wir hier fahren. Wobei, es geht hier durch die Stadt. Ich muss hier gar nicht mal wirklich groß beschleunigen. Das ist gar nicht vonnöten. So. Hinten möchte aber keiner aus- oder einsteigen. Hallo. Aussteigen. So. Und los geht's. Und hier begegnen wir erstmal schön im LKW. Und hier geht's über die Bahnstrecke. Auch schön. Hier ist ein Betriebshof. So. Ui. Der kommt aus N. Aus Nürnberg. N war doch Nürnberg, oder nicht? So. Alles einsteigen.
Also ihr wollt nicht einsteigen. Doch, ihr wollt doch einsteigen. Hallo. Ha! Hallo. Guten Tag. Also wenn ihr Verbesserungen auch zum Beispiel für die Facecam habt, dann immer damit rein in die Kommentare. Ich arbeite ja sehr, sehr selten mit Facecam. Zumal ich mir jetzt für diese jetzt erstmal eine neue Facecam bestellen musste. Wo lang? Hier rechts? Okay, hier hätte ich komplett rechts gemusst. Mal gucken, ob wir da noch lang kommen. Das wird knapp, das wird knapp. Vor allem jetzt mit dem blöden PKW hier. Ja, das ist ein Fahrstuhl, ist ja nichts dagegen, ne? Ich hätte eigentlich rückwärts Ich wäre eigentlich rückwärts gefahren, weil ich hatte schon den Rückwärtsgang eingelegt. Ah, vielleicht hätte ich aber auch einfach besser aufpassen sollen. Da hätte dann auch eigentlich sowas stehen müssen wie zweite Ausfahrt oder so. War jetzt auch meine Schuld, aber... So, wir sind hier jetzt zumindest am Oberrechte Bahnhof. So. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hallo. Guten Abend. Und weiter geht's. Schienenersatzverkehr Endhaltestelle. Der wartet doch, genau. Cool. Jetzt so neben der Bahnstrecke her. Hinten stehen ein paar Kesselwagen. Aber die Strecke ist rot. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gerade einen Zug verpasst haben. Ja, ich weiß, unfallweise. Okay, ihr scheint wohl nicht mitzuwollen. So. Hier dürfen wir 70. Okay. Da ist ein Abstellgleis. Entschuldigung. Ich bin es mittlerweile ungewohnt, mit Fahrgästen umzugehen bzw. zu lenken. Omsi ist auch so ein Spiel, was ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr spiele. Ui, zwei Autos ineinander. Okay.
So. Und ab hier gelten wieder 70. Huh. Auch schön sind die Vogelgeräusche. Am Hüllenfels Wanderparkplatz. Hm, die wollen nicht mit. War das ein Kind, das jetzt einfach so eine gefälschten Ausstieg gemacht hat? Das einfach mal den Knopf gedrückt hat? Ja, Fernlicht. Oh nein. Jetzt willst du, dass wir vorbeifahren. Können wir noch ein Stück weiter nach hinten? Ja, aber nur ein kleines Stück. Komm schon, alle einmal eben vorbei. Komm schon. Entschuldigung, ich habe versucht, keinen Unfall zu bauen. Ist das ein Vergehen? Wenn ja, dann bekenne ich mich schuldig. Schuldig. So. Ab über die Gleise. So. Die Tour sollte ungefähr 30 Minuten gehen. Also dürfte man durchaus schaffen. Ich bin ja eh noch nie unfallfrei gefahren und das Omsi ist ja eh für mich eine verbuggte Spielerfahrung. So nenne ich es ja gerne. Das scheiß Kind will nicht mit. Dann bist du mir auch egal. Kann ich zumindest die Verspätung wieder abbauen. Ui, aber da hinten kommt ein Bus. Oh nee, es will jemand aussteigen. Oh. Schön ist auch, wie die Frame-Anzahl gerade so in den Boden gedroppt ist, als wäre... Als wäre Omsi ein unfertiges Spiel. Das war gerade sehr, sehr knapp. Das habe ich noch gesehen, auch wenn ich in die Facecam gestarrt habe. Ach, nee.
So, hier rum. Und dann wollen wir doch mal. Also ich meine, Omsi läuft hier so mit 20 FPS. Und so ein Spiel wie Battlefield 4 läuft bei mir mit 70 bis 80 FPS. Hallo. Guten Tag. Sollte man sich mal überlegen. Egal. Guten Abend. Hallo. Hallo. Abend. Es ist ja auch nicht mehr lange bis zum Bus-Simulator 2016, muss man... Habe ich vergessen, wen Aussteiger... Oh. Ich habe die Aussteiger vergessen. Nee, aber bald kommt ja auch jetzt der Bus-Simulator 2016. Und da habt ihr mich ja auch gefragt, ob ich mir den mal angucken werde. Und angucken werden tue ich ihn. Das war jetzt gerade kein Sarkasmus-Huster, sondern ein echter Huster. Auf jeden Fall. Ich soll mir Bus-Simulator 2016 angucken, das werde ich machen. Oh, wir müssen hier gar nicht abbiegen. Betriebshof KSB. Denke ich mal. Bus-Simulator 2016 kann ich mir gerne mal angucken. Es sieht jetzt nicht gerade wunderhübsch aus. Und ich finde es ein bisschen blöd, dass man nur einen echten Bus hat. Also ein Solo Line City und ein Gelenkbus Line City. Und da bin ich wieder. Das Problem war gerade, dass mich einer meiner Steam-Freunde eingeladen hat, seine Sache zu sehen. Und, ja. Im Let's Play, natürlich, ich komme jetzt mal eben vorbei und guck mir an, wie du in Counter-Strike Go weggeschossen wirst. Ja, ich habe den gewonnen, weil ich besitze gar keinen. Ich dachte jetzt gerade, da steht, sie verlassen jetzt die Bundesrepublik Deutschland. Aber das war nur eine Kuhwarnung. Boom! Ich könnte. Aber ich kann nicht. Ich fahre hier doch nur mit 40 den Berg hoch. Was beschwert ihr euch denn? Ui, da hat jemand die den Fahrplan abgetreten. Hallo. Finde ich gut. Übrigens, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich werde kein regelmäßiges Let's Play Omsi 2 mehr machen. Mann. Also kein regelmäßiges Let's Play Omsi 2. Weil, ich habe genug Simulatoren auf meinem Kanal, finde ich. Also wenn jetzt bald auch schon der Bus-Sim 2016 kommt und Train Simulator läuft ja auch noch, Open Rails läuft, American Truck Simulator läuft, ATS Multiplayer läuft, das sind genügend Simulatoren, denke ich mal. Ihr braucht jetzt nicht auch noch ein Let's Play Omsi. Zumal ich habe ja so, ich glaube, knapp 60 Folgen Omsi. Rein theoretisch dürfte das reichen. Ich werde mir vielleicht ab und zu mal eine Map angucken und ab und zu wird es auch ein Omsi 2 Video geben. Aber es wird nicht irgendwie drei Omsi 2 Videos die Woche geben.
Ja, das wollte ich nur mal sagen. So, Gartenweg. Wie weit ist es denn noch bis zum Zoo? Eigentlich nur noch 12 Minuten. Ui. Einbahnstraße. Schön. Das hier finde ich schön. Das erinnert mich ein bisschen an Wuppertal. Komm schon, mach die Tür auf. Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. So. Hier rum. Und zack. Nee, wie gesagt, OMSI 2. Dafür muss ich sagen, liegen meine Prioritäten woanders. Meine Priorität liegt zum Beispiel im Train Simulator. Ich bin eh nie so der... Ich bin damals ja auch nur in diese OMSI-Schiene reingerutscht. Ich bin ja eigentlich immer mehr der Zugtyp gewesen. Und, ja. Train Simulator macht mir halt einfach mehr Spaß als OMSI, muss ich einfach so sagen. Im Train Simulator kann ich dann zum Beispiel meinem Hobby, der Eisenbahn... Der... Ach so. Nächste Haltestelle, Lemmental-Bresner-Platz, Eingang Wupperstraße. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 100, 452 und 455 sowie zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Ach so, die wollten noch aussteigen. All die Leute vom Unfall. Ne, wie gesagt, halt Train Simulator... Hör ich hier gerade einen... Zug? Ich habe da gerade einen Zug gehört. Hier hinten ist der Hauptbahnhof. Da sind wir doch mit dem Lennart gewesen. Auch sind die Frames gerade echt im Keller. Also ich glaube, ich fahre jetzt noch bis... Habe ich irgendwas offen? Ach so, ich habe die Fronttür noch offen. Und ich habe die Readme immer noch nicht gelesen wegen den Ampeln. Das heißt, wir fahren nur bis zum Hauptbahnhof und dann... Ja... Hier möchte immer noch keiner aussteigen. Der Motor hört sich vor allem kaputt an. Ich weiß nicht, woher das Motorengeräusch kommt. Ich weiß echt nicht, was mit dem Bus ist.
Und wir fahren jetzt noch auf den Hauptbahnhof drauf und das dürfte dann auch reichen für die heutige Tour. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Irgendwas stimmt echt nicht mit dem Motor. Ach, war es die ganze Zeit die hintere Tür? Und ich wundere mich, was sich hier so komisch anhört. Ich bin doch so ein Idiot. Na gut, wie gesagt, wir sind am Hauptbahnhof. Jetzt fahre ich hier noch kurz in die Haltestelle rein. Hier enden wir. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal irgendwann wieder bei OMSI 2 oder vielleicht auch bei einem anderen Video. Ich freue mich auf euch.